Hallo Leute, da bin ich wieder. Heute mal auf einem anderen Charakter und auf einer anderen Festung. Es wird ja sonst langsam langweilig. Immer auf der gleichen Festung. Heute wieder Hyperkiste des Anarchisten. Jo, ich bin hier am Wasserfall. Das ist mal sehr entspannt. Hab mir hier ein paar Sachen hingestellt. Und jo, wir wollen, oder beziehungsweise ich öffne so lange Anarchistenpakete, bis ich endlich dieses Lichtschwert da rausgezogen habe. Oder wenigstens die Doppel-Lichtschwertlanze, ich weiß immer nicht, wie das heißt. Wir gucken mal schnell nach, wie es heißt, was wir ziehen wollen. Seite 2, da ist es. Instabiles Lichtschwert des Gebieters. Gegenstand anzeigen, sieht dann so aus. Überall Blitze und hier ist es gerade irgendeine Grafikbug, keine Ahnung. Aber das ist das Lichtschwert, was jeder haben will zurzeit. Oder die meisten, nicht jeder. Gibt auch Leute, die finden es hässlich. Ist ja auch alles Geschmackssache. Und fangen wir doch gleich mal an hier. Wahrscheinlich wieder 60 Pakete, also zuerst die 30 neuen. Und in den Paketen sind ja wieder weitere Pakete drin. Und ich sehe gerade, ich habe auf dem Charakter ein Slot weniger. Hier unten hätte ich mal vorher machen sollen hier, aber ist jetzt auch nicht so wichtig, das passt. So, jo, Short kommt hier mal hier unten hin. Grüner Farbkristall, den haben wir auch schon mehrfach jetzt gezogen. Gefährtengeschenke und klassisches leichtes Vibro-Schwert. Ja, sieht dann so aus. Das kennen jetzt mittlerweile schon die meisten, die meine Videos angeguckt haben. Was haben wir hier? Cyberlampen. Ist das Cyberlampen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er so eine Antenne hinten drauf. Sieht irgendwie lustig aus. Kannst dann fernsteuern. So, zwei Pakete wieder. Grüne Sachen hier schmeiße ich weg. Darth Scutias Ergänzungskörperrüstung. Toll. Eigentlich ja nicht. Schrott. Gucken wir mal dahin. Rakul Forschungstisch. Aha. Das hatten wir noch nicht, oder? Da hat man dann so einen Rakul drauf, oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Jo. Es gibt auch einen Swimmingpool als goldenen Housing-Teil aktuell. Aber den haben wir bis jetzt noch nicht gezogen. Den wollen wir natürlich ziehen. Oh, was haben wir hier? Legendärer medizinischer Tank und Ergänzungskörperrüstung des Widerstandskämpfers. Aha. Legender medizinischer Tank. Ah ja, den hatten wir, glaube ich, schon. Cool aus. Ja. Falls man sich eine medizinische Basis einrichten möchte. Correas Marquis. Aha. Davon gibt es ja auch zahlreiche Versionen. Grün, weiß, lila, alle dabei. Das packen wir hier hin. Die Kiste kommt da hin. Schrott kommt hier hin. Und weiter geht's. Letzten 22 Pakete. Des Anarchisten hier natürlich. Wir haben ja hier oben wieder andere Pakete. Das goldene Ding hier, das lasse ich mal zu diesmal. Ich glaube, das hatten wir jetzt schon öfters. Nochmal so ein ferngesteuertes Vieh. Gibt es da auch eine Fernbedienung dazu? Das wäre mal praktisch. Ey, man bekommt hier wirklich Unmengen an extra Pakete. Modell des ewigen Imperiums, das hatten wir schon. Ich zeig's nochmal kurz. Kann man sich an die Wand hängen. Ist dann so ein, ich weiß nicht, 1 zu irgendwas Modell. Sarkul Informationsterminal, das hatten wir auch schon. Das ist ein Riesenterminal, was du dir an die Decke hängen kannst. Jo, und dann schweben da so Monitore ringsherum. Kann man sich irgendwie in ein Labor einrichten und dann das Terminal da. Luxus! Luxusbad-Einrichtung! Oh, da haben wir's. Geil. Ja, ist riesengroß. Ich sehe sogar mal, ich kann hier leider nicht ranzoomen. Ja, da kann man dann, das ist dann wie so ein Swimmingpool, da hat man Pflanzen, ringsherum sind Sitze und da kommt anscheinend Rauch hoch. Also Dampf soll das wahrscheinlich symbolisieren. Cool. Sehr schön. Kann man es sich gemütlich machen in seiner Festung. Modell des ewigen Imperiums, das hatten wir gerade schon.
so viele Modelle hier und ich habe keinen Platz mehr und ich packe hier mal was ein. Ach, huch. So. Alles weg hier, alles weg. Geht gleich weiter. Ich beeile mich. Ich will ja eure Zeit hier nicht rauben. Jo, weiter geht's. Ja, die Videos gehen mittlerweile schon etwas länger, obwohl ich auch nur eine Hyperkiste öffne. Früher habe ich ja mal zwei geöffnet. Und die Videos gehen jetzt teilweise trotzdem länger, weil man einfach hier noch extra Pakete hat und ich manchmal auch zu viel laber, wenn der Tag lang ist. Was ist das? Sargul-Wasserskulptur, das hatten wir auch schon. Das ist das, wo das Wasser in Zeitlupe runterfließt. So, die letzten 11 Pakete. Wir haben immer noch kein Lichtschwert gezogen. Mann, ey. Und noch ein Kurier, erstmal quiz, noch eine Wasserskulptur. Ey, das ist unglaublich schwer, das zu ziehen. Gibt natürlich, gibt bestimmt auch Leute, die haben Glück und ziehen gleich in der ersten Kiste das. Und noch ein Kurier, kann ja nicht genug davon kriegen hier. Ey, nur diese Datenwürfel. Wir hatten in der letzten Hyperkiste auch Unmengen an Datenwürfeln. Ja, hier, komm, spam mich voll mit den Würfeln. Gib mir doch gleich alle Würfel. Unterkörperrüstung des verbannten Ritters, Umgebungsmaschine Vögel. Da hört man an der Pfoe zwitschern. Oh, letzten drei Pakete. Ach, komm. Oh, gib mir doch nicht so eine Pakete. Wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Nein, noch ein Paket. Ey, schon 32 Pakete? Ist ja Rekord hier. Man öffnet 30 Pakete und bekommt mehr Pakete. Noch mehr Pakete. Am besten, die packen in der nächsten Hyperkiste in den Paketen, die man aus den Paketen zieht, noch mehr Pakete rein. Ist ja unglaublich hier. Ja, das regt mich ein bisschen auf, ja. Aber naja. So, mal hier den ganzen Kladderadatsch wegpacken. Und dann haben wir weitere 34 Pakete. Ey, ich glaube, das. Ich glaube, ich sammle die und mache da auch nochmal ein extra Opening. Das springt. Das hat ja nicht mal mit den Anarchisten-Paketen zu tun. Das könnt ihr ja mal reinschreiben, wie ihr das findet, unten in die Kommentare, ob ich dazu mal extra was machen soll oder ob ich das in einem Video lassen soll. Wäre mal gut zu wissen. Getarntes Energierüstungsset. Ah, wie geil! Das gibt's jetzt als Rüstungsset. Manche Teile davon sind richtig teuer, außer das Oberteil. Cool. Nicht schlecht. Chemwahl-Anpassung. Sieht dann so aus. Oh, die kenne ich gar nicht, die Anpassung. Hat er dann so eine Rüstung. Sieht cool aus. Irgendein K spreche ich jetzt nicht aus. Hässliches Teil. Das fällt ja schon beim Angucken auseinander. Strenge Stadtbank. Ja, typische Imperium-Stadtbank. Fortschrittlicher Villet, schwarzer ausweidender Kristall. Crit. Ach, das kann ich jetzt nicht zeigen. Ich habe hier irgendwie nur so ein Anfangslichtschwertdingens. Leuchtende Augen Gold. Aha. Da leuchten dann die Augen Gold. Kritisches Kopf. Was, wer ist das? Kopfjäger Greg, ich beeil mich. Ah, das hat hier so eine lilane Animation. Hier oben. Am Visier. Ich muss schneller machen mit diese Videos. Die sind immer so übelst lang dann. Oh, was haben wir hier? Fortschrittlicher konturblauer Kristall des Kriegshelden. Kompetenz. Kann ich auch nicht zeigen. Ich versuche es trotzdem nochmal zu zeigen. Oh, Doppellichtschwert des Kriegsmeisters. Das hat dann zwei so eine Funken. Jetzt kann ich das auch zeigen hier. Das wäre der Farbkristall und das wäre der. Oh, nicht schlecht. Was haben wir hier? Blutpanzer, irgendwas. So eine kleine Krabbe. Dann haben wir hier die nächste Krabbe. Was ist das? Mini-Mogul PU1.
irgendeine Anpassung wieder. Sehr schön. Blutroter Farbkristall, den gucken wir uns gleich mal an. Sieht dann so aus. Blutrot! Jetzt 19 Pakete, die eigentlich nichts mit dem Anarchisten-Paket zu tun haben. Waffenständer. Sieht dann so aus. Müsste, glaube ich, relativ neu sein. Reihe 510 Kybernetic Rüstungsset. 510? Lass ich mal kurz zu. Stimmung wütend. Ganz toll. Noch eine Anpassung von Imshack hier. Toll. Tyon SY6. Weiter geht's, weiter geht's. Fortschrittlicher weiß-blauer violetter Adler-Auger-Kristall. Sieht dann so aus hier. Na, wo haben wir es da? Sieht aus wie so Schwarzlicht. Kennt das ja aus Diskotheken, irgendwie dieses Schwarzlicht. Oh, ich dachte gerade. Das Symbol ist aber nicht Gold. Also ist es leider nur die Schrottversion. Kann auch gleich weg. Sith-Tempel-Hallenlampe. Schön, das ist auch relativ neu aus den Allianz-Paketen. Nicht aus diesen, aus den davor. Oh, dunkelgrauer Taurücken. Interessant, Gold. Gibt es ja auch in zwei weiteren Versionen. Mindestens zwei weiteren. Schwarz. Wer einen Taurücken mag, kann sich sowas kaufen im Handelsnetz. Dann haben wir hier, was ist das? Orange-gelber Farbkristall. Sieht dann so aus. Ey, wir ziehen hier irgendwie sehr viele Farbkristalle. Rüstungsset des Dschungelangreifers. Das lassen wir mal zu. Fortschrittlicher Kontur blauer, den hatten wir schon. Diesmal mit Crit. Bauda. Ach, hier diese. Dieses Stück Fell. Ist eher was. Ich glaube, das ist ein republikanischer Gefährte, oder? Keine Ahnung. Rüstungsset, das alte. Irgendwas. Rack. Ey, nur Käse drin hier. Nur Schrott. Was war denn das beste Item, was wir jetzt gezogen haben hier? Nichts. Justica, Propaganda, irgendwas, Blaster. So ein Bild für die Wand. Gemälde oder wie auch immer. Remanita Schlachtenkämpfer. Oh, das ist schon, glaube ich, auch nicht so teuer. Und letztes Paket. Was haben wir? Und wir haben wieder nicht so gut gezogen. Na gut, wir sehen uns bei der nächsten Überkiste. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn. Ciao, ciao. Gönn dir diesen lukrativen Bonus und spiel auch du Star Wars und Republic League.